Hallo, ich heiße Aminia Kati. Ich verließ St. Columbus College 1996 und bin jetzt an einer Universität. Ich will euch jetzt von einer seltsamen Geschichte erzählen, die mir passiert ist, als ich Columbus verlassen habe. Ich hatte viel Zeit damit verbracht, eine Wohnung zu suchen. An einem Tag bin ich 8 Stunden lang von Wohnung zu Wohnung gegangen, aber überall bekam ich dieselbe Antwort: Nein, nein, nein. Ich war kurz davor aufzugeben, als ich diese Anzeige sah, die anbot, einen Raum zu teilen mit jemandem, der Katzen liebte. Ihr Name war Lilly. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Wir kamen miteinander aus wie die besten Freunde. Sie machte Schichtarbeit und sie hatte einen wundervollen Sinn für Humor. Wir liebten es, zusammen einkaufen zu gehen. Zum Glück hatten wir nicht den gleichen Geschmack, was Männer angeht. Es dauerte nicht lange, bis wir beste Freunde waren. Wir entschlossen, eine Kamera zu kaufen, denn die besten Freunde sollten viele Fotos haben von sich und den gemeinsamen Abenteuern. Lilly hatte ein Auto und so konnten wir überall hinfahren, wenn wir die Katze mitnahmen. Wir konnten Stunden damit verbringen, uns zu unterhalten, meistens über ihre Freunde und meine finanziellen Probleme. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, mit dem Geld auszukommen, das man hat, wenn man Student ist. Aber Lilly hat immer ihr Essen mit mir geteilt, wenn die Zeiten schlecht waren. Ich wurde ziemlich professionell im Fotografieren. Eines Morgens bin ich mit meinem Freund Michael ausgegangen, aber ich hatte meine Kamera vergessen. Lilly war auf einer Schicht und war deshalb schnell eingeschlafen. Ich kroch ins Zimmer und nahm die Kamera, aber ich machte aus Versehen ein Foto. Als ich mit Michael zurückkam an dem Abend, war Michael so süß. Ich war überrascht, dass Lilly nicht zu Hause war. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war sie immer noch nicht da. Und es war schon 10 Uhr. Tage vergingen und kein Zeichen von Lilly. Ich holte meine Fotos ab. Den Abholschein hatte ich verloren, aber das Mädchen erinnerte sich an mich. Als ich die Fotos zurückbekam, war ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sie waren sehr gut. Aber dann, plötzlich, die Kamera hat in jenem dunklen Raum ein Foto gemacht. Es war Lilly, aber wer war der maskierte Mann mit dem Messer?